Wir haben das Gefühl, dass Brillen seit 100 Jahren gleich gemacht werden. Ein Front, zwei Bügel, ein Gelenk. Ich glaube, wir bei Rolf haben es geschafft, die klugeren, innovativeren Brillen zu fertigen. Roland, hier an einem sehr besonderen Ort, Weißenbach am Lech, stellt ihr besondere Brillen her und besonders nachhaltige Brillen. Zum Beispiel aus Stein, aus Holz, wie diese hier, oder sogar aus Bohnen. Wie und warum seid ihr auf diese Idee gekommen? Ich war in der Brillenindustrie damals im Vertrieb tätig und mir war klar, dass das eigentlich für mich einen anderen Weg geben muss. Und wir haben dann in Lechascha im Keller von meinem Vater angefangen zu dritt an der Vision zu arbeiten. Das Nachhaltige an unseren Brillen ist sicher mitunter der Werkstoff, aber viel mehr die Art und Weise, wie wir es machen. Wir versuchen über Technologien, Patente einfach Zulieferer zu minimieren, machen alles hier, haben wenige LKWs, die herfahren. Und ich glaube, diese lineare Produktion ist natürlich schon fantastisch und ist eigentlich so die Grundlage, um eine nachhaltige Brille zu machen. Wie wird aus der Bohne eine Brille? Zuerst kommt die Bohne. Die Bohne wird zum Öl gemacht, aus dem Öl wird die Flüssigkeit extrahiert, dann wird es ein Pulver, das Pulver kommt in den 3D-Drucker, dort wird die Brille gedruckt, bei der Brille haftet noch ein bisschen Pulver drauf, das tun wir dann sandstrahlen und dann, damit sie eine Farbe kriegt, wird sie noch beschichtet und fertig ist die Bohnenbrille. Roland, diese Bohnenbrille ist ja sehr flexibel, sehr biegsam, das kann man gut sehen und die kann man auch wirklich nicht zerbrechen, oder? Nein, die ist völlig unzerbrechlich und das beweise ich dir jetzt auch. Wie so auf einen kleinen Kratzer am Glas, alles in Ordnung. So lebt sie länger und das wollen wir ja. Ihr seid mit euren Brillen sehr erfolgreich. Ihr exportiert in 56 Länder dieser Welt. Habt auch schöne, tolle, renommierte Preise gewonnen, beispielsweise den österreichischen Staatspreis für Design für die Bohnenbrille. Gibt es noch eine Vision für die Zukunft? Visionen gibt es viele. Ich glaube, das macht uns bei Rolf aus, dass es nie einen Stillstand gibt. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, noch was zu verändern. Wir wollen gerade im Metall-3D-Druck, der ähnlich funktioniert wie bei den Bohnen, den gleichen Effekt haben, dass man natürlich im Gegensatz zum Fräsen viel weniger Material braucht, das dann im Müll landet. Man kann das nicht gebrauchte Pulver immer wieder recyceln. Das heißt, wir haben da wirklich eine Technologie, die es schaffen kann, nachhaltigere Metallbrillen zu fertigen.